Die Geschichte ist ihr Spielplatz. Abstergo. Hallo Novize. Vor kurzem begann die Forschungsabteilung von Abstergo einige neue Projekte in London. Wir wissen beide, wenn Abstergo aktiv wird, dann haben die Templer etwas vor. Wir glauben, dass sie einem neuen Eden-Splitter auf der Spur sind. Ich habe Leute in London darauf angesetzt. Bishop, Jacob und Evie Fry sind Zwillinge. Wie geil ist das denn? Apropos, mach die Kameras fertig, Bex. Ich habe ein Bild. Wann schickst du die Daten? Sind unterwegs. Das ist eine Menge. Ich werde sofort die Novizen drauf ansetzen. Du siehst komisch aus mit einer Waffe. Noch eine kleine Wanze anbringen und dann mal sehen, was sie uns zeigt. Ich hab was. Isabelle Ardant hat hier eine Verabredung mit irgendwem. Da steht nicht wer. Da steht nicht mit wem, Rebecca. Aber es ist wohl Bishops Job, das rauszufinden. Moment, euer Auftrag lautet, findet Infos zu einem Eden-Splitter in London. Haben wir. Und jetzt würde ich gern das neue Spielzeug probieren. Es gefällt mir nicht, wenn die beiden vom Plan abweichen. Nun ja, wir können nur tief durchatmen und weitermachen. Du suchst nach dem Eden-Splitter in den Erinnerungen von Jacob und Evie Fry, Assassinenzwillinge aus dem viktorianischen London. Der erste Satz Erinnerungen wurde heruntergeladen. Viel Glück. Bruder George, es kam wie befürchtet. London ist gefallen. Dreimal schrieb ich dir und bat um Hilfe. Dreimal hast du geantwortet mit Schweigen. Und doch schreibe ich dir erneut, so verzweifelt bin ich. So wenige Auswege sehe ich. Ich brauche dich. London braucht dich. Du würdest sagen, die Aufgabe ist zu schwierig oder dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist. Zu Geduld würdest du mir raten. Doch während du wartest, festigen die Templer ihre Macht. Sie haben einen neuen Großmeister gewählt. So skrupellos, so gründlich, dass man meinen könnte, Reginald Birch selbst sei zurückgekehrt. Sein Name ist Crawford Starrick und er will die ganze Welt beherrschen. Es gibt keinen Bereich der Gesellschaft, den er nicht kontrolliert. Keine Industrie kann sich seinem Einfluss entziehen. Bei Tage sind es gewissenlose Händler und korrupte Politiker, die bei ihm Hof halten. Und des Nachts verbreitet eine berüchtigte Straßengang namens The Blighters Angst und Schrecken in den Herzen der Bevölkerung. Es gibt kein Geschäft, das er nicht vergiftet, keine Person, die er nicht missbraucht hätte, sei es durch falsches Spiel oder rohe Gewalt. Und zusätzlich hat unser Feind es auch noch auf das höchste aller Ämter abgesehen. Und während du dich nach innen wendest, darf ich wagen, es zu behaupten, aus Angst wendet sich Crawford Starricks Ehrgeiz neuen Ufern zu. Zu Ländern und Kontinenten, die bislang unbesiegt waren. Nicht mehr lange, denn er weiß, wie ich es dir sagte, wieder und wieder und wieder, wer auch immer London beherrscht, beherrscht die Welt. Hier wird das Eisen verladen. Der Templer, der hier das Sagen hat, ist Rupert Ferris, unser erstes Ziel. Nummer zwei ist Sir David Brewster, der in den Besitz einer Sache kam, die uns in diesem Krieg ruinieren könnte. Denkt ihr beide, ihr schafft das? Was für eine Frage. Oh, richtig. Mein Fehler. Meine Damen und Herren, die unaufhaltsamen Fry-Zwillinge. Erleben Sie sie allabendlich im Covent Garden. George, ernsthaft, ich habe mir die Laborpläne angesehen und kenne jeden Weg. Und ich habe alles, was ich brauche, hier bei mir.
Ich richte Ferris deine Grüße aus. Später, George. Wir müssen den Zug erwischen. Jacob! Evie! Möge das Credo euch leiten, ihr Galgenstrecke. Armer Kerl, noch ängstlicher als sonst. Die Zeit war nicht gnädig zu ihm. Evie Fry, woher hast du das nur? Vom selben Ort wie du, Jacob. Viel Spaß. Stirb nicht. Das doch lange oder geht's hier bald weiter? Er hält die anderen von der Arbeit ab, stopft ihnen das Maul und repariert die Maschine und bringt mir Laudanum für meinen Kopf. Nur ein wenig Geduld. Ich kann sie treffen! Mir entkommst du nicht! Haltet die Augen auf, Leute. Jemand hat unser Netzwerk im Visier. Die Brennerei könnte als nächstes dran sein. Sie sollten nicht herumschleichen und achtbare Gentlemen erschrecken, junger Mann. Mir war gar nicht bewusst, dass Herumschnüffeln als achtbar angesehen wird. Schnüffeln? Sir, ich versichere Ihnen... Bleibt wachsam. Schnell, rein da. War fast schon zu knapp. Gut gemacht, mein Junge. Gut gemacht. Charles Darwin, sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Jacob Fry, die Freude ist ganz meinerseits. Während Sie Unheil gestiftet haben, fand ich das hier. Es zeigt, dass eine Probe von jeder Charge in die Lambeth-Anstalt versandt wurde. Hm, ob dort gerade Besuchszeit ist? Nicht so voreilig, Mr. Fry. Es arbeiten viele Leute in Lambeth. Sie wollen doch nicht unnötig Aufmerksamkeit erregen. Hm.
Aber wo bleibt da der Spaß? Nicht jedes Problem kann mit gewaltigen Explosionen gelöst werden. Manchmal ist ein wenig mehr Diskretion angebracht. Es ist schon spät. Ich treffe Sie an der Anstalt, um die Nachforschungen fortzuführen. Bitte schön, Doktor. Wir werden unser Experiment in Kürze fortsetzen. Nicht. Endlich endet es. Und doch kann ich nur an einen Beginn denken. Ein besseres Morgen. Geschmiedet mit dem Blut von Visionären. Ich sehe nur das Blut eines Geisteskranken. Glaubst du, einen alten Mann zu töten, hält den großen Architekten der Menschheit auf? Crawford Starrick hat glorreiche Pläne für die Menschheit. Pläne sind dazu da, vereitelt zu werden. Du bist ein Kind. Ein Kind, das glaubt, es könnte das Leid der Welt mit dem Streich einer Klinge beenden. Hast du je über die Konsequenzen deiner Taten nachgedacht, Jacob Fry? Oder hat dich dein Vater gar nichts gelehrt? Allison ist tot und die Beruhigungssirup-Produktion ist eingestellt? Ungeheuerlich! Fry hat vor, ganz London in die Hände des wütenden Pöbels zu übergeben. Oder vielleicht hat er auch überhaupt nichts Besonderes vor, danke, Philipp, sondern will nur mit unserem Leben spielen. Die Anstalt wurde dicht gemacht. Die medizinische Versorgung der ganzen Stadt ist gefährdet. Er will nicht, kann nicht die Konsequenzen seiner Taten erkennen. Der Mann ist offensichtlich ein Anarchist. Gentlemen. Dieser Tee wurde mir aus Indien geliefert. Per Schiff. Dann vom Hafen hinauf in eine Fabrik, wo er verpackt und per Kutsche zur Tür gebracht wurde. Dann wurde er ausgepackt und nach oben gebracht, zu mir. Diese Männer und Frauen arbeiten für mich. Alles verdanken sie mir. Crawford Starrick. Ihre Arbeit, ihre Zeit, ihr ganzes Leben an sich. Sie arbeiten in meinen Fabriken und auch alle ihre Kinder. Und sie kommen zu mir und sprechen von Jacob Fry. Diesem unbedeutenden Flegel von einer Bande namens Assassinen? Sie missachten eben die Stadt, die Tag und Nacht arbeitet, damit wir das hier trinken können. Dieses Wunder, diesen Tee. Ich nähere mich dem Ende meiner Forschungen. Unser geliebtes London wird nicht mehr lange unter diesem lästigen Narren zu leiden haben. Und diese Schwester, von der ich hörte? Miss Fry? Miss Fry wird dran glauben. Ziemlich bald. Köstlich. Entschuldige die Störung, Novize. Aber vielleicht interessiert's dich, dass Sean und Rebecca Otto Berg entkommen sind. Berg leitet das sogenannte Sigma-Team. Violet DeCosta ist seine Technikerin. Die beiden jagen und töten Assassinen schon sehr lange.
zum Glück geht's euch gut. Ach, Pillepalle. So ein lahmer Templer-Supersoldat ist doch kein Gegner für den glorreichen Sean Danger Hastings. Ich habe mit Rebecca gesprochen. Gut, wie auch immer. Bergs Anwesenheit bestätigt es. Der Edensplitter ist in London. Den Daten des Novizen nach muss es das Grabtuch sein. Die Templer scheinen es plötzlich ganz dringend haben zu wollen. Vielleicht wissen die mehr als wir. Wir wissen eigentlich nur, dass wir es nicht allein mit Sigma aufnehmen können. Überlasst das mir. In der Zwischenzeit haltet euch bedeckt. Lasst den Novizen erst die Daten synchronisieren. Ich sehe schon vor mir, wie Milners Aktien abstürzen. Sie sind eingestellt. Oh, ich habe noch mehr Geschäfte für uns geplant. Senden Sie meiner Sekretärin Nachricht, dass sie einen Termin macht. Dann erkläre ich Ihnen den nächsten Schritt unseres Plans. Oh, ich arbeite eigentlich. Nicht so. Mr. Fry. Sie sollten doch einen Termin ausmachen. Ich hatte gerade etwas Zeit. Sie haben Glück, dass ich Sie mag. Verbrennungskraftmaschinen. 7 kleine Silben, die einen großen Haufen Geld bedeuten. Die Maschinen werden Milner mit dem Zug geliefert. Fangen Sie sie für mich ab. Und der Mann ist am Boden. Zerstört. Dafür werde ich einen zweiten Zug brauchen. Und ich glaube, ich weiß auch von wem. Sind wir im Geschäft, Mr. Fry? Sie haben Glück, dass ich Sie mag, Miss Attaway. Also, was wollen Sie, Fry? Warum glauben Sie, dass ich was von Ihnen will? Vielleicht habe ich Sie aus reiner Herzensgüte gerettet. Gut, ich sage Ihnen, worum es geht. Milner hat viel Fracht geladen. Kümmern Sie sich nur um den Transfer. Geben Sie es ihm. Wir haben keine Zeit. Machen Sie hin!